Sie wollen effiziente Meetings? Ihre Sitzungen sollen kurz, klar und prägnant sein? Das kann ich verstehen. Aber worauf müssen Sie dann achten? Achten, damit Ihre Meetings auch nicht zu einer der üblichen Laberrunden verkommen. Ich zeige Ihnen meine drei Tipps für effiziente Meetings und Sitzungen. Bleiben Sie dran. Wenn Sie mehr über Führung und Karriere wissen wollen, abonnieren Sie meinen Kanal und klicken Sie auf die Glocke. Dann werden Sie automatisch informiert, wenn ich neue Videos hochlade. Viele Besprechungen sind leider häufig Zeitverschwendung. Sie sind stinklangweilig und bringen keinen Nutzen. Das muss aber nicht sein. Worauf kommt es wirklich an? Was für Tipps und Tricks gibt es, Meetings so zu gestalten, dass sie nicht zu chaotischen Laberrunden verkommen? Viele Führungskräfte verbringen teilweise mehr als 50% ihrer Arbeitszeit in Besprechungen, in Meetings, Sitzungen oder Konferenzen. 50%. Furchtbar. Einige dieser Treffen sind sicher nötig und sind auch sinnvoll. Häufig sind aber solche Besprechungen mangelhaft vorbereitet und sie verschwenden die kostbare Arbeitszeit aller Beteiligten. Natürlich müssen Mitarbeiter Informationen austauschen und sie müssen auch diskutieren. Es ist auch richtig, dass viele Entscheidungen am schnellsten in Sitzungen getroffen werden können, wenn dann wirklich auch alle Entscheider eingeladen sind. Aber solche Treffen müssen gut vorbereitet sein und sie müssen effizient und effektiv ablaufen. Deshalb hier meine drei entscheidenden Tipps. Erstens, ist ein Meeting überhaupt notwendig? Bevor Sie ein Meeting einberufen, stellen Sie sich diese Frage. Stellen Sie die Frage, ob eine solche Veranstaltung überhaupt notwendig ist. Braucht es dafür ein Meeting? Oder lässt sich das Meeting eventuell auch durch eine E-Mail, ein Telefonat oder eine Telefonkonferenz ersetzen? Sie müssen nicht wegen jeder Kleinigkeit ein Meeting einberufen. Hallo zusammen, schön, dass Sie jetzt alle da sind. Dann können wir jetzt beginnen, meine Geburtstagsfeier zu besprechen. Bei sensiblen Themen, welche eine Klärung oder Abstimmung benötigen, da machen Meetings durchaus Sinn. Ich habe das Meeting heute einberufen, weil mein Wellensittich gestorben ist. Nicht ganz. Nehmen wir mal an, Ihr Unternehmen erfährt gerade einen öffentlichen Shitstorm. Sie haben einen Produktrückruf zum Beispiel. Da müssen Sie schnell handeln und da müssen einige heikle Dinge jetzt besprochen werden. Und das ist ein hochsensibles Thema. Da können Sie nicht einfach per E-Mail abstimmen. In einem solchen Fall müssen mehrere Schritte mit Verantwortlichen aus allen möglichen Bereichen abgestimmt werden. Man muss Ideen sammeln, kurz, prägnant, schnell entscheiden. Hier ist ein reger Austausch angebracht. Da müssen Sichtweisen, Probleme und Ideen diskutiert werden und dann muss entschieden werden. Und das geht nun mal nur sehr schwer per E-Mail. Eigentlich geht es gar nicht. Zweitens, klares Ziel des Meetings. Haben Sie ein klares Ziel des Meetings? Seien Sie so konkret wie möglich und planen Sie genau, was Sie mit der Besprechung da wirklich erreichen wollen. So, ja, heute sprechen wir ja über, was war das nochmal gleich? Haben Sie den Tatort gestern gesehen? Ich hätte ja nie vermutet, dass der Gärtner der Mörder war. Das ist sicher ein interessantes Thema, aber das sollten Sie doch bitte lieber in der Mittagspause besprechen. Seien Sie immer bei dem Thema konkret. Möchten Sie in dem Meeting einfach nur informieren? Sagen Sie das, schreiben Sie es in die Agenda. Sie könnten beispielsweise über eine neue Richtlinie informieren, welche Ihr operatives Geschäft betrifft. Soll das Meeting beispielsweise dazu genutzt werden, um ein Thema zu diskutieren und Ideen auszutauschen? Schreiben Sie das auch klar hin. Es wird zum Beispiel ein neues Produkt entwickelt und Sie möchten mit den Teilnehmern deren Ideen und Entwürfe hören und natürlich auch diskutieren. Oder sollen Entscheidungen gefällt werden? Das können zum Beispiel Entscheidungen sein bezüglich einer neuen Strategie oder der Einführung einer neuen Software. Wichtig ist, welche Ergebnisse erwarten Sie von dem Meeting? Halten Sie diese Ergebnisse auch am besten schriftlich fest und kommunizieren Sie das Ziel gegenüber Ihren Teilnehmern. Im Idealfall natürlich bereits, bevor das Meeting überhaupt stattfindet. Dazu können Ihre Leute dann auch wissen, weswegen Sie eigentlich eingeladen wurden. Sie hat der Chef auch eingeladen zu dem Meeting, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin, worum es überhaupt geht. Eine Agenda kann sehr hilfreich sein.
ist aber bei kurzen Meetings bis zu 30 Minuten nicht unbedingt nötig. Bei Meetings, für deren Dauer eine Stunde oder mehr geplant ist, da sollte aber eine Agenda vorliegen, in speziell wenn Sie mehrere Punkte haben. Und Sie sollten sie jedem Teilnehmer auch wirklich vorab zuschicken. Drittens, die Teilnehmeranzahl beschränken. Überlegen Sie immer, wer soll an dem Meeting teilnehmen. Beschränken Sie die Anzahl der Teilnehmer rigoros und stellen Sie sicher, dass Sie wirklich nur die entscheidenden Personen einladen. Es gibt nichts Schlimmeres, als an einem Meeting teilzunehmen, welches letztendlich nur Zeitverschwendung war. Zeitverschwendung, da es irrelevant für die beteiligten Personen waren oder weil sie nichts dazu beitragen konnten. Also, guten Tag zusammen. Ich habe mir gedacht, ich stelle Ihnen heute einfach mal unsere neue Webseite vor. Und zwar haben wir da. So, und jetzt würde ich mich sehr über Ihr Feedback freuen. Wie finden Sie denn das Design, die Farbgebung und so die Inhalte? Müller, was denken Sie? Ja, die Farben sind gut. Okay, und Meier, was sagen Sie? Also Chef, ich bin ja aus der Buchhaltung. Ich müsste eigentlich auch jetzt dringend zurück. Sie wissen ja, der Jahresabschluss ist ja jetzt fällig und ja. Ja. Ja, gut, dann gut, dass wir drüber gesprochen haben. Also, laden Sie nur dann jemanden ein, wenn er A, einen wichtigen Beitrag zum Meeting liefern kann oder B, wirklich selbst Nutzen aus der Besprechung ziehen kann. Trifft keiner der beiden Fälle zu, dann laden Sie die Person nicht ein. Verschwenden Sie keine Arbeitszeit. Ich wünsche Ihnen produktive und effiziente Meetings. Vielen Dank und bis demnächst.